Falten, ja? Okay, die Realität ist eben in vielen Schichten zu verstehen, ja? Und es gibt erstens einmal eine, die wir gefüttert kriegen durch TV und Medien. Und das ist eine, die abzielt darauf, dass wir so reagieren, dass wir wütend werden, dass wir überreagieren, dass wir uns involvieren. Es ist einfach so, Energy flows where the attention goes. Das ist ein Gesetz des Universums. Das heißt, die Energie fließt dorthin, wo ich die Aufmerksamkeit hingebe. Das hat ja die Kirche oft ausgenutzt, damit eben die Energie von vielen Betenden in eine Richtung gelenkt wird. Das ist ganz klar. Es geht im Prinzip um Energie und Macht und diese Dinge. Also das heißt, wenn wir werden, wenn ihr wollt, von den Medien manipuliert, unsere Energie dorthin zu schicken, aus Wut, aus Angst, was immer. Damit ist die Energie weg und wir können die Energie nicht positiv umwandeln, um damit was Positives zu machen. Wir sind gefangen von in dieser Ebene. Die Frage sagt nur, soll man nicht trotzdem hinschauen, solidarisch sein und das bedeutet natürlich auch Aufmerksamkeit entgegen? Ja, man soll alles wissen, aber man soll, wie soll ich das sagen? Ich bin voll informiert, ziemlich alles, was passiert, aber nicht durch Zeitungen, sondern ich gehe aufs Internet und schaue mir natürlich auch viele alternative Quellen an. Und was ich mache, ich versuche Informationen zu holen, ich gebe sie nicht in mich hinein, sondern ich halte sie sozusagen, wenn ihr wollt, energetisch vor mir, nicht im Hirn. Das Hirn ist ja auch, das sagen ja viele Forscher, unsere Gedanken sind nicht hier im Hirn, die sind woanders. Ja? Also ich halte das Wissen vor mir, lasse es nicht in mich hinein, lasse es mich nicht verletzen. Versuche noch mehrere Informationen zu holen, versuche tief zu verstehen, warum was passiert. Und wenn ich tief verstehe, warum was passiert, dann kann ich auch Lösungen machen. Im Bewusstsein. Und durch diese Lösungen, die ich in meinem Bewusstsein finde, ändert sich wieder die Realität. Das klingt sehr abstrakt, ich weiß es, aber es funktioniert sowohl in so einer Situation, als auch zum Beispiel, wenn man krank ist. Ich kann euch nur ein ganz kleines Beispiel sagen. Das wusste ich eine Freundin an, die sitzt in Tirol und sagt, sie hat Kopfweh. Ich sage, wunderbar, wo ist das Kopfweh? Sagt sie, weiß ich, hier. Dann sage ich zu ihr, okay, mach die Augen zu, ich mache die Augen zu, Aufmerksamkeit in den Kopf, lass nur goldenes Licht als Energie fließen und dort, wo dieses Knödel ist, wo du Kopfweh hast, gibst du besonders viel Fluss hin. Nach einer 30 Sekunden sagt sie, es ist weg. Sag ich, na wunderbar, also erledigt. Versteht? Also man kann wirklich, wir haben so viel Macht schon, wir haben so viel Kraft, wir müssen die Energie nur fließen lassen. Und das kann man lernen in dem Learning by Doing. Danke. Ich möchte jetzt ein bisschen überleiten. Es brennt jetzt. Ja, bitte. Man soll sich nicht drauf, attention goes where energy flows. Ja? Ich glaube, was, ich sage jetzt mal so über Begriff der New Age, ja, da ist keine Konfrontation. Ja? Ich bin ein sehr konfrontativer Mensch und ich glaube, man muss sich dem Bösen stellen. Und es gibt Leute, die mir sagen, wenn du dich mal beschäftigst mit jetzt dieser Begriff Neue Weltordnung, mit dem ganzen Bösen, dann gibst du ja da Energie hin, dann wird er das mehr. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, man muss wirklich Missstände, aufzeigen. Und wenn ich mir diese Bilder anschaue, dann weine ich auch. Ja? Aber ich schaue mir diese Bilder an, ja, und versuche, nachdem die Konfrontation erlebt habe, dort Empathie hinzuschicken. Und ich glaube, dass irrsinnig wichtig ist, sich damit zu konfrontieren und dass viele im New Age halt so auf, ja, Hauptsache mein Realitätsbubble ist super und das andere sehe ich nicht, auch wenn sie das nicht so genau haben. Ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass jeder Mensch seinen eigenen Approach dazu hat. Ja. Ja? Und ich bin in Wirklichkeit auch ein Krieger, nur ich kann auch sehr wütend werden und das weiß ich, das ist dann falsch. Ja? Deswegen halte ich mich, eine hohe Tugend als Krieger ist, sich absolut zurückzuhalten. Ich glaube, der erste Schritt ist, you've got to get mad. Ich glaube, das ist überhaupt der erste Schritt, dass man überhaupt so weit kommt, dass man aus dem Muladhara sagt, Alter, ich halte es nicht mehr aus. Ja, und dann kann man das transformieren, diese Wut. Jeder seinen Ziel. Also es kriegt mein Magen geschmiert. Naja, ich nicht, aber da hat jeder seinen Ziel. Ja, okay. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Okay. Ja, danke. Super, danke. Vielleicht sollte man das da irgendwie etablieren, so eine neue Rubrik. Streitgespräch heute auch freundlich irgendwie. Finde ich gut. Ich möchte jetzt zu dem letzten Thema, das wir hatten, überleiten, zu einem Redner, den wir jetzt haben. Freue mich sehr, dass er hier ist. Hört ihm bitte aufmerksam zu. Es zahlt sich aus. Fritz Herbert, danke.